Hallo Community, hier sind wir wieder von Trader Online Video, diesmal mit Matthias, Hi. Julian Tag. Und mir, dem Micha, hallo. Ja, und diesmal geht es natürlich ganz klar um die weiteren Spoilerkarten aus Thron von Eldraine und noch vielen weiteren wichtigen Infos. Viel Spaß mit den News. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Starten wollen wir aber wie immer erstmal mit dem Gewinner der News 37. Herzlichen Glückwunsch an Gizmore Gaming. Ja, und dann gibt es noch weitere Gewinner, nämlich aus dem Commander 2019 Duell und aus dem Magic Einsteiger Tutorial. Zweiten Teil, die blenden wir euch ein, aber auch da sagen wir entsprechend herzlichen Glückwunsch, Leute. Und es gibt natürlich auch zu diesem Video wieder eine Ultimate Guard Sponsored Package Verlosung. Da nehmt ihr teil, wenn ihr das Video kommentiert. Aber wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr das Video liked bzw. so ein Abo da lasst und auch die Glocke aktiviert. Dann kriegt ihr auch immer alles mit. Und die Hipsterbag füllen wir diesmal mit einem schönen Flexfolio Binder in der Lands Edition. Und dann kommt noch eine passende Deckbox mit dazu. Supreme Sleeves kommen noch mit rein und zum Abrunden noch ein Magic Nationals Cap. Also macht da mit. Ne? Aber es geht auch kräftig weiter, denn natürlich gibt es auch zu Thron von Eldraine wieder eine Facebook-Aktion. Ne? Da hauen wir auf Facebook garantiert eine Box raus entsprechend. Macht da mit. Die Details stehen bei der Aktion dabei, aber generell geht es nach dem Motto, je mehr Likes unsere Facebook-Seite bekommt, je mehr Likes die Facebook-Aktion bekommt, desto mehr Displays geben wir raus, bis zu maximal 3 Stück. Also gebt da Freunden Bescheid und wir wünschen euch auch da viel Glück. Ja, was ist ansonsten passiert? Commander 2019 Duell 3 haben wir veröffentlicht. Da habe ich mich mit der Jenna duelliert. Magic Arena mit Chris, das Tutorial ist eine weitere Folge online gegangen. Auch da ist eine Verlosung mit drin. Ja, und Julian hat sich mit Jenna auch entsprechend gekloppt. Ihr habt einen Ranglisten-Draft gespielt. Also da war wieder einiges los auf dem Kanal. Aber das größte Event war der Auftakt der TraderCon Germany. Die fand jetzt vergangenes Wochenende statt. Da haben wir euch mal ein paar Fotos mitgebracht. Wir haben tatsächlich Magic und Yu-Gi-Oh! Spieler zusammengebracht nach Coesfeld in die Bürgerhalle. Das hat auch alles wunderbar funktioniert. Ne, da haben wir gedacht, das heißt, er hat ja auch das Motto, wir sind Community und das lief also super. Und wir hatten Beat the Pro da als Auftakt-Highlight, konnte man da gegen Deutschlands besten Magic-Spieler, den Christian Haug, Top 32 MPL-Player spielen. Und wenn man ihn geschlagen hat auf Magic Arena, konnte man Hardware-Preise gewinnen. Da sind also auch viele mit irgendwie Headsets und Tastatur und was nicht, alle da nach Hause gegangen. Das war also auch super. Ja, und das nächste Event wird schon sein am 20.10., 20. Oktober, dann wieder mit einem Highlight und zwar wird das Standardturnier ein WPNQ sein, ein Wizards Play Network Qualifier, aber dazu kommen die Informationen, ist auf die Webseite, das wird alles aktualisiert, aber wir hauen den Link hier mal mit rein, also bleibt dabei und da könnt ihr auch Tickets im Vorfeld kaufen. Ja, weiteres Highlight kommt noch und zwar am Donnerstag, dem 19. um 11 Uhr, da veröffentlichen wir unsere erste Feature Card. Zu Thron von Eldraine dürfen wir euch eine Karte vorstellen mit noch weiteren Infos mit dazu und so. Das kommt in einem gesonderten Video und da freuen wir uns natürlich schon ganz dolle drauf und sagen euch nochmal Dankeschön, denn ihr seid natürlich Bestandteil davon, dass wir das machen dürfen und es mit dem Kanal soweit geschafft haben. Ja. Das ist eine große Ehre für uns. Gut, jetzt aber erstmal zu den Kommentaren. Ne? Genau, ich fange an. Okay. Icos Clone. Hab mich erst letztens mal in Commander reingefuchst und jetzt kommt Brawl und ich bin voll ready dafür. Throne of Eldraine hat echt geile Karten. Bin mega hyped auf das Set. Einfach weil es mal was anderes ist. Ja, also das ist auch der Tenor aller Kommentare. Also praktisch würde ich 99% freuen sich voll auf Thron von Eldraine. Ja. So ein bisschen ist unterm Strich noch zu hören, dass sie sagen, oh, mit den Nahrungstokens im Endeffekt denkt man jetzt die ganze Zeit, mit den Speisetokens denkt man jetzt die ganze Zeit an Essen. Ein bisschen ein paar Plätzchen rausstellen, wenn wir spielen. Aber ansonsten haben da alle schon voll Bock drauf. Ne? Und ja, wir werden ja sehen, was es bringt. Ne? Also ich habe auch richtig Bock drauf. Okay, dann der nächste Kommentar von Money O. Super Video. Hab circa zeitgleich mit wie Chris mit Arena angefangen. Macht richtig Bock, weil man super Tipps bekommt. Also eine super neue Videoreihe. Ja, schaut da mal rein. Ne, gerade wenn ihr euch für Magic Arena interessiert, entsprechend der Chris, der veröffentlicht unregelmäßig jetzt das Hauptvideo. Je nachdem, ob was für Updates es da gibt. Aber er streamt halt viel. Also er hat jetzt vor, wirklich zweimal in der Woche zu streamen. Da könnt ihr auch gegen ihn spielen. Und diese Streams laden wir auch im Nachgang nochmal auf YouTube hoch. Also da kriegt ihr entsprechend auch einfach vieles von ihm mit. Und ihr hält euch einfach über Magic Arena informiert. Und bei diesen Informationsvideos, die dann vorgestellt sind, da ist auch eine Verlosung mit dabei. Lohnt sich nochmal doppelt reinzuschalten. Ja. Ja. Dann schreibt Holger Thaler, werden die Karten aus den Brawl-Decks im Standard legal?
Ja, werden sie. Es ist sogar so, dass in den Brawl Decks wirklich Karten drin sind, die halt nur in den Brawl Decks drin sind. Die haben wir euch im letzten News-Video in den News 37 vorgestellt. Wenn man die halt haben möchte, schaut es euch gerne nochmal an, das Video, aber die Karten bekommt ihr nicht in den Booster-Packungen, sondern nur in den Brawl Decks. Sind halt mehr auf Multiplayer ausgerichtet, aber ansonsten kommt man nur über die Brawl Decks an. Ja. Nee? Und ist standardlegal. Mhm. Ja. Okay, dann der nächste Kommentar von Don Major. Habt ihr eine Info, ob die Brawl Decks mit Codes kommen? Weil wenn die Karten nur dort erhältlich sind, dann werden die ja wahrscheinlich nicht in den Arena-Boostern drin sein. Aber dann kann man die Karten ja nicht spielen. Habt ihr mehr Infos? Ich habe bisher nichts herausgefunden und bei der WoC-Vorstellung wurde auch kein Wort darüber fallen gelassen, wie man an die Karten in der Arena erhalten, wie man die Karten in der Arena erhalten kann. Ja, wir haben da deinen Kommentar zum Anlass genommen, auch nochmal im Netz zu stöbern. Und tatsächlich, ja, wir gehen davon aus, dass in den Brawl Decks keine Arena-Codes enthalten sein werden, weil sie so nicht angekündigt sind, dass sie welche enthalten würden. Ja, und im Umkehrschluss denke ich, gut, wenn sie es nicht ankündigen, dann werden sie wahrscheinlich drin sein. Wundert uns ein bisschen, aber warten wir mal ab. Also letztendlich den Aufschluss bringt uns dann ja das Unboxing-Video. Ja. Ja, kommt ja zum Release. So, dann schreibt Matthias, hat überlegt, ein paar Collector-Displays für 2500 Euro zu bestellen, als sie noch für 174,95 Euro gelistet waren im Vorverkauf. Die Bestellung wäre von euch eh storniert worden, wenn ich mir jetzt so den Preis von 279,90 Euro pro Displays anschaue, oder? Ja, ich habe mir gedacht, Matthias, da hättest du nicht unter das Video schreiben können, hätte ich direkt, fragen können. Ich habe nochmal nichts zu tun, ich habe keine 2500 Euro. Ne? Ja, auf jeden Fall, also das ist nochmal so ein Einstiegskommentar, den wollen wir nochmal zum Anlass nehmen, um direkt in das Thema der News einzusteigen. Denn jetzt kommen wir mal in den News-Blog rein, denn die schlimme Nachricht ist, die Collectors-Booster und die Brawl-Decks, die sind drastisch gekürzt in den Markt gegeben worden. Und das wurde im Vorfeld nicht kommuniziert. Das heißt, dass die Artikel bei uns vor dem Release jetzt im Vorverkauf tatsächlich schon ausverkauft sind. Es gibt keine Collectors Booster mehr bei uns, es gibt keine Brawl Decks mehr bei uns und ich finde das mega schade, gerade für die Brawl Decks. Ne? Und das Schlimme dabei ist, dass es in keinster Weise kommuniziert wurde. Das heißt, es wurde nicht zu den Händlern, wie jetzt uns kommuniziert, wie auch zu kleineren Stores nicht kommuniziert. Es wurde aber auch nicht zu dem Vertrieb, also zu den Distributoren kommuniziert. Ne? Da wurde gesagt, okay, die Collectors Booster können da wohl limitiert sein, aber keiner weiß wie viel. Ne? Und um mal so in dem Verhältnis zu sprechen, bekommt man zum Beispiel vielleicht nur so ungefähr ein Zehntel seiner Bestellung. Und das Schlimme ist, auch bei den Brawl Decks geht es halt richtig krass runter. Ne? Das heißt, es wird bei uns, wir müssen jetzt halt ganz genau auf die Bestellung drauf schauen, wer hat wann bestellt, wer hat wie viel bestellt, wie viel kriegen wir jetzt real. Auch das ist heute noch in der Schwebe, ich habe es noch nicht auf schwarz, auf weiß, in E-Mail-Form zugesichert bekommen, aber da sind natürlich die Drähte heiß gegangen und wir haben erstmal hier die Reißleine gezogen und gesagt, okay, Verkauf sofort stoppen. Aber die Information, die schon da ist, ist, es wird zu Kürzungen kommen. Ich hoffe, dass wir zumindest die Brawl-Deck-Bestellungen komplett werden ausliefern können, aber das Ganze hat noch so einen Rattenschwanz, dass es soll ja nochmal mit Brawl auch gespielt werden, ne? Und Magic will ja Brawl auch pushen. Aber wenn die Produkte nicht da sind, kann es ja keiner spielen, so nach dem Motto. Das ist einfach so ein bisschen das Problem, dass halt ein Produkt so nur, was eigentlich für den breiten Markt gedacht ist, nur an ein paar Spieler geht und andere gehen leer aus. Ja. Ich will nicht zu viel versprechen, aber es wird gemunkelt, dass die Brawl-Decks eventuell einen Reprint bekommen. Das heißt, da soll im Nachgang vielleicht hoffentlich ein Nachdruck erfolgen. Das ist aber eine unbestätigte Auskunft. Ne? Collectors Booster werden definitiv nicht mehr nachkommen. Da erscheint allerdings im November, das werden wir dann nochmal ankündigen, nochmal so eine Giftbox, die auch einen Collector Booster enthalten wird. Aber das machen wir später. Jetzt geht es erstmal darum, was praktisch zum Release von Thron von Eldraine passiert. Gut, damit kommen wir mal dann zu den Pre-Release-Events, denn da startet jetzt eigentlich deutschlandweit in den Stores die Voranmeldung. Auch bei uns geht es jetzt auf der Webseite online, dass ihr euch für die Veranstaltungen, die bei uns dann im Trading Card Superstore am Freitag, Samstag und Sonntag, den 27. bis 29. September dann starten, da könnt ihr euch anmelden, könnt ihr euch eintragen und zu der Reservierung könnt ihr nämlich euch ein Thron von Eldraine Display sichern mit der Buy-A-Box-Promo. Und, da gehen wir gleich noch drauf ein, auf die Börse-Promo, aber auch mit einem kleineren Kontingent, das soll angedacht sein für die schnellen Anmeldungen, ja, noch einen Collector-Booster mit dabei.
Ne? Und diese Collector Booster, wir gehen erstmal Schritt für Schritt vor. Also sprich, wir sagen erstmal, was ist denn die Bayer-Box-Promo? Die ist jetzt nämlich auch endlich bekannt. Das ist Kenrith, der rückgekehrte König. Für ein weißes und vier beliebige Mana haben wir eine 5-5-Kreatur, legendärer Mensch, Adliger. Diese Karte gibt es nicht in Boosterpackungen, die gibt es nur beim Displaykauf im Ladenlokal. Das gilt nicht für Online-Käufe. Ne, also auch wenn ihr bei Trader online bestellt, ist diese Karte nicht dabei, wenn ihr den Display kauft. Das müsst ihr bei uns im Store kaufen. Diese Displays werden dann in der Regel auch immer teurer gehandelt als einfache günstige, cheape Online-Displays, weil halt die Promo dabei ist. Aber da muss man auch schnell sein. Gut, was kann die Karte? Für rotes Mana, weiße Karte, ne, aber die richtet sich auch schon ein bisschen an Multiplayer, haben wir gesagt. Ne? Ja, für ein rotes, alle Kreaturen verursachen Trampelschaden und erhalten Eile bis zum Ende des Zuges. Für ein grünes, ein beliebiges, lege eine +1/+1 Mark auf eine Kreatur deiner Wahl. Unter weiß selber sagt er, ein Spieler deiner Wahl erhält 5 Lebenspunkte dazu. Das würde weiß ja dann entsprechend triggern. Und für ein blaues und 3 beliebige, ein Spieler deiner Wahl zieht eine Karte. Und für ein schwarzes und 4 beliebige bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus einem Friedhof unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Ja, also insgesamt eine Karte, die sich eigentlich mehr ans Multiplayer auch wirklich richtet. Ne? Und wir sagen aber den Unterweisfaktor finde ich persönlich gut, weil ein Spieler deiner Wahl erhält 5 Lebenspunkte dazu. In der Regel machst du es ja auf dich, wenn du es jetzt im Duellmodus spielen würdest. Und dann spielt Weiß ja mittlerweile auch so mit den Errungenschaften, dass irgendwas passiert im Spiel, wenn du so und so viele Lebenspunkte erreichst. Das ist ja neu. Ne? Und da hilft praktisch so eine Karte natürlich, die dir immer wieder Lebenspunkte schieben kann, einfach so eine Zielmarke zu erreichen. Ja, aber gerade in Commander ist das ja auch eine Karte, wo du sagst, dann sind alle 5 Farben erlaubt, weil die Color Identity dieser Karte sind ja alle 5 Farben. Und jede Fähigkeit davon betrifft entweder alle Kreaturen oder auch alle Spieler. Ja. Man kann sie auch auf andere machen. Dann kann man sich natürlich gerade im Commander natürlich mal mit anderen Leuten absprechen. Falls sie gerade mal irgendwas brauchen, zum Beispiel eine Marke oder eine Kreatur im Friedhof, kann man das auch für andere Spieler machen. Deswegen kann man natürlich dann so ein bisschen verhandeln mit, wie so ein König quasi. Und deswegen glaube ich, dass diese Karte gerade für Commander eigentlich schon relativ lustig sein könnte. Ja, also Magic geht ja auch dahin, dass es euch viele Inhalte gibt, die auch wirklich verschiedene Spielergruppen ansprechen. Hier entsprechend eine Karte, die fürs Brawl-Format, fürs Commander-Format primär eigentlich geeignet ist, nach unserer Einschätzung nach. Ja, dann blenden wir euch mal den Inhalt der Sammlerbooster ein. Denn das ist jetzt ein Artikel, wo Magic sagt, okay, vergleichbar mit einer Limited Edition zum Videospiel bringen wir limitierte Booster raus. Das Schlimme ist, dass diese Info relativ spät kam. Sie sagen so, ja, wir gehen auch davon aus, wenn jetzt ein Videospiel neu erscheint, dann ist die Limited Edition einen Monat später aber nicht mehr erhältlich, so nach dem Motto. Ne? Also das kam ziemlich spät über den Ticker. Aber es sind halt wirklich alles Special Artworks und so weiter und so weiter. Und auch da sollen also nur tolle Sachen drin sein. Und das jetzt zur Einführung, diese Collectors Booster mit in die Buy-a-Box-Display-Aktion reingelegt werden, das wertet das schon auf. Hat im Umkehrschluss aber sehr wahrscheinlich auch zur Folge, dass einfach die Läden, die dann sagen, hey, ich kriege da so ein geiles Produkt mit dabei, weil mein Verkaufsdisplay auch diese Möglichkeit nutzen werden und sollten, zu sagen, okay, für die Displays, die man ja auch schon zum Pre-Release-Termin, also vorgelagert vor dem eigentlichen Release im Store kaufen kann, die werden einfach ein Schlag teurer sein. Ne? Du kriegst halt früher das Produkt, du kriegst geilen Stuff dabei, das ist entsprechend, wie das wohl so Taco sein. Ne? Aber es ist wirklich ein cooles Package. Ne? Ja. Gut, jetzt aber viel dazu erzählt. Unser Thema sind ja eigentlich die weiteren Spoilerkarten aus Thron von Eldraine. Ich bin mega gespannt, was so das Märchen-Setup und die Artus-Saga noch so aufzuwarten hat. Wie gesagt, im ersten Teil haben wir euch ja schon viele coole Karten vorgestellt. Aber jetzt geht's mal weiter. Wir beschränken uns weiter eigentlich auf die Rares und Mythics. Aber da habt ihr gerade gesagt, es sind fast 40 Karten in der Zahl. Ne? Da mache ich es mir hier mal bequem. Und dann legen wir doch mal los mit der bejubelten Wettstreiterin. Ein weißes, 2 beliebige, 3-3 Mensch Ritter. Wenn sie ins Spiel kommt und falls du einen anderen Ritter kontrollierst, schau dir die obersten 5 Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Ritter-, Aura-, Ausrüstungs- oder legendäre Artefaktkarte oben vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Finde ich wieder richtig super, weil ich stehe auf sowas. Ne? Die kostet dich dann praktisch keine Karte, weil du brauchst ein Deck ja da drum. Also sprich, du verlierst ja nichts. Ja. Und für 3 Mana 3-3? Für 3 Mana 3-3 ist solide. Ja. Aber ich bin jetzt nicht so ganz von überzeugt. 2 Mana 2-2 fände ich ein bisschen besser. Aber
muss man gucken, ob man es dann in einem Ritterdeck spielt. Ja, okay. Also wir haben auf jeden Fall viele Ritter, wir haben Prinzen, alle werden erstmal Ritter spielen, oder? Gefühlt. Also ich, dann ist das schon so, so ein Tenor. Bezaubernder Prinz, für ein Weißes ein beliebiges. Wenn er ins Spiel kommt, bestimme eines. Hellsicht 2. Das heißt, wir schauen uns die obersten beiden Karten, dann entscheiden jeweils, ob wir so oben drauf oder unten drunter legen. Oder du erhältst 3 Lebenspunkte dazu oder schicke eine andere Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, ins Exil, bringe sie zu Beginn des nächsten Endsegments unter deiner Kontrolle ins Spiel zurück. Und selber hat er Stärke, Widerstandskraft 2. Da hast du deine 2-2 Kreatur für 2 Mana. Ne? Und der hilft ja so ein bisschen entsprechend, auch wenn Kreaturen von uns verzaubert werden oder irgendwas oder gelähmt werden, dass du zum Beispiel die rein rausnimmst oder wenn wir einen kommt in Spieleffekt loslösen wollen, dass der nochmal triggert. Ich glaube aber nicht, dass er viel machen wird, weil ein Ritterdeck passt da nicht rein, weil er kein Ritter ist. Genau. Aber ansonsten ist es halt ein 2-Mana 2-2, der einmal reinkommt, kurz ein bisschen was macht, nicht wirklich viel. Deswegen glaube ich, dass er zumindest im Standard nicht so seinen Platz finden wird, aber auf jeden Fall im Limited. Ich denke auch so ein bisschen, dass es mehr in diese Richtung auch geht, dass die halt natürlich dieses Brawl, also dieses Multiplayer mit dem Set auch einfach stärken wollen. Mhm. Ne? Dass du sagen kannst, ach, ich pack den Prinz rein, ich pack den König rein, ich nehme den Ritter rein und sonst irgendwas. Ein Adliger Deck, ja. So ein, okay, kommen wir mal zum Riesentöter. Ein Weißes, 1-2 Kreatur. Da haben wir die Abenteuerfähigkeit mit für Fällen, sagt er erstmal, für ein Weißes und 2 beliebige. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke 4 oder mehr. Ne? Und wenn er als Kreatur kommt, dann sagt er für ein Weißes und beliebiges und Tappen, tappe eine Kreatur deiner Wahl. Ja, also der ist, den finde ich... Den finde ich tatsächlich auch nicht schlecht. Ich finde den auch solide. Gerade für einen Mana ist der wohl spielbar, denke ich auch. Vor allem, weil er eine Kreatur vom Gegner quasi erstmal die ganze Zeit durchgehend wieder lähmen kann, immer wieder. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass er so in so gerade Kreaturen, die viele kleine Kreaturen spielen wollen, dass er da vielleicht doch so seinen Platz finden kann. Ja. Ja. Dann kommen wir zum harmonischen Archon. Jetzt eine Mythic Rare Karte. 2 weiße, 4 beliebige, 4-5er Kreatur. Fliegend. Nicht-Archon-Kreaturen haben Basisstärke und Widerstandskraft 3-3. Wenn der harmonische Archon ins Spiel kommt, erzeuge 2-1-1 weiße Mensch-Kreaturen-Spielsteine. Okay, er macht also alles zu 3-3 ein. Also die vom Gegner und auch deine. Und er macht deine 2-1-1er weiße Mensch-Artefakt-Kreaturen-Spielsteine auch zu 3-3 ein. Genau. Mhm. Genau. Ja. Wenn er dann aber geht, dann würden sie wieder 2-1-1 sein. Nö, die bleiben ja so, ne? Ne, die werden dann wieder 2-1-1 sein. Nur solange er im Spiel ist, sind nicht Archon-Kreaturen 3-3er. Mhm. Und wenn er wieder geht, sind es halt wieder 1-1er. Deswegen, er ist halt für 6 Mana 4-5 fliegen, was ich eigentlich schon mal relativ gut finde. Dann macht er noch 2-3-3er dabei und reduziert die Stärke Widerstandskraft von den gegnerischen Kreaturen wahrscheinlich auf 3-3. Deswegen denke ich mal, dass der tatsächlich, den finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich mag ihn. Ja. Immer sehr, sehr speziell. Man muss gucken, wie wird die Haptik. Da freue ich mich wirklich aufs Priridus. Also wie spielt sich die Karte? Ja. Ne? Wie ist der Effekt, wenn ich sie auf die Platte lege? Ne? Linden, standhafte Königin. So, da haben wir doch die Königin. 3 weiße Mana, 3-3, legendäre Kreatur, Mensch Adliger mit Wachsamkeit. Immer wenn eine weiße Kreatur, die du kontrollierst, angreift, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Also die glaube ich tatsächlich, dass die auch tatsächlich, könnte tatsächlich auch in Standard reinkommen, in so einem mono-weißen Deck. Ja. Weil wir haben noch zum Beispiel Adonis Pride Mate haben wir ja noch im Standard, müsste auch noch standardlegal bleiben, bin ich mir ziemlich sicher. Und er sagt ja jedes Mal, wenn wir einen Lebenspunkt oder wenn wir Lebenspunkte dazu halten, kriegt er eine Marke. Ja. Und das triggert ja für jede Kreatur, mit der wir kontrollieren, einzeln. Das heißt, wir kriegen ein Leben und nochmal ein Leben und nochmal ein Leben. Das heißt, der triggert tatsächlich so oft wie mit der Anzahl an Kreaturen, die wir angreifen und wird sehr schnell sehr groß. Ich denke mir dazu auch schon, dass generell diese Lebenspunkte als Ressource unglaublich gepusht werden jetzt mit Weiß. So, weil auch da, wenn du einfach mit deinem Deck schnell Schaden machen willst und du rennst gegen so ein weißes Deck, was sich immer wieder Lebenspunkte hochzieht, da schaffst du es nachher einfach nicht mehr. Dann ist das weiße Deck nachher genauso ähnlich, wie es früher Control-Decks waren unter Blau oder so, einfach weiß hinten raus dann zu stark wäre, so nach dem Motto. Also es gibt einfach so einen Extra-Effekt. Ne? Ja. Die würdige Ritterin. Ein weißes, ein beliebiges. 2-2, Mensch, Ritter. Immer wenn du einen Ritterzauberspruch wirkst, erzeuge einen 1-1 weißen Mensch-Kreaturenspielstein. Der leider kein Ritter ist, aber okay, ja gut. Ist egal, wird auf jeden Fall. Bei der Karte bin ich mir ziemlich sicher, die wird gespielt in Ritterdecks. Ja, die ist gut. Wir haben jetzt auch eine Karte, die quasi das Ähnliche macht. Die sagt jedes Mal, wenn man einen mehrfarbigen Zauberspruch wirkt, machen wir einen 1-1er Menschen. Und die wird ja auch schon wie blöde gespielt. Und bei der denke ich auch tatsächlich, also wenn Ritterdeck, dann ist die auf jeden Fall viermal im Deck. Ja.
Ja, es hilft einfach, dir deine Armee aufzubauen. Du willst ja unter Weiß dir deine Armee aufbauen, ne? Und dann nachher noch verstärken und so. Also es ist schon gut. Ja. Okay, jetzt sind wir bei Blau. Emry, Wächterin des Sees. Ein blaues, zwei beliebigen. Eins, zwei legendäre Kreatur, mehrfach Zauber, auch immer viel legendär jetzt auch mittlerweile dabei. Ne? Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jedes Artefakt, das du kontrollierst, ein beliebiges weniger. Wenn Emry, Wächterin des Sees, ins Spiel kommt, lege die obersten vier Karten deiner Bibliothek auf deinen Friedhof. Und für Tappen bestimme eine Artefaktkarte deiner Wahl in deinem Friedhof. Du kannst sie in diesem Zug wirken. Ja, muss man also, das Ding mal sacken lassen. Ne? Ist eine sehr spezielle Karte. Ist natürlich auch eher, ich glaube, eher für nicht unbedingt für Standard ausgelegt, weil im Standard haben wir momentan nicht wirklich irgendwas, was mit Artefakten spielt. Kann man natürlich auch darum bauen. Aber ich glaube, auch in anderen Formaten wird die, glaube ich, tatsächlich einen Einzug finden, gerade im Modern vielleicht. Ich habe jetzt gerade auch an so eine ältere Karte gedacht, die halt auch einfach Artefakte nachher dann tauscht. Dass du also wirklich irgendwas mit Artefakten da fummeln kannst oder so, weil du halt natürlich auch andere Artefakte aus deinem Friedhof wieder ins Spiel bringen kannst, die, wer weiß Gott, von wo in den Friedhof gekommen sein können vorher. Entweder aus dem Spiel oder aus der Bibliothek oder sonst irgendwoher. Deswegen legt sie ja selber nochmal die obersten vier Karten in die Bibliothek, damit man vielleicht nochmal was rausfischen kann. Dass du da irgendwie mit fummeln kannst, was dann gemein wird, ne? Okay, Foliant der Begehrlichkeiten. Ein blaues, ein beliebiges. Artefakt-Spieler haben keine maximale Handkartenzahl. Und WXX und Tappen, jeder Spieler zieht X Karten. Jeder. Für ein blaues und zwei und Tappen, jeder Gegner legt so viele Karten oben von seiner Bibliothek auf seinen Friedhof, wie er Karten auf der Hand hat. Okay. Ei. Das kann natürlich irgendwie auch töten einfach. Ne? Wir sterben ja in dem Moment, wo wir halt eine Karte ziehen müssten und keine Karte mehr ziehen können von der Bibliothek. Nein, die Karte wird auf jeden Fall nicht gut sein, einfach weil wir den Gegner Karten ziehen lassen. Und den Gegner Karten ziehen zu lassen, ist, glaube ich, mit einer der schlechtesten Sachen, die man in Magic machen kann. vor allem, ich meine, du ziehst zwar genauso viele, aber er wird sehr wahrscheinlich dann eine Antwort für dieses Artefakt finden oder irgendeine Antwort finden und das ist halt einfach nicht gut für dich. Du kannst den zweiten Effekt spielen, aber okay, wir haben also von den Meinungen her im Endeffekt jeder, ne, also sprich irgendwie, ne? Gut, kommen wir zum Gatwick den Alten. Für drei blaue und X legendäre Kreatur wieder, Mensch, Zauberer 3-3. Wenn Gatwick der Alte ins Spiel kommt, ziehe X Karten. Immer wenn du einen blauen Zauberspruch wirkst, tappe eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist und die ein Gegner kontrolliert. Ja, die enttappt dann zwar nachher wieder, so gesehen, aber also die wird ärgert halt einfach. Ich denke mal, die wird halt vor allem in Kontrolldecks gespielt, gerade weil man dann ja auch im Gegnerzug irgendwas spielt. Genau. Sei es nur eine Karte zu ziehen, hier, ob zum Beispiel einfach ein Mana irgendwas ziehen und dann irgendwas vom Gegner wieder tappen und dann kann er angreifen. Ich denke mal, das ist schon, und dann zieht halt auch, wenn er reinkommt. Finde ich auch gut, vor allem, weil er das Kartenziehen ja direkt mitbringt. Ja. Ne? Und selber ist er ja schon direkt 3-3, also auch so, meinetwegen irgendwie jetzt für 4 Mana, zack, ziehst du eine Karte nach oder so, finde ich auch gut. Ja, ja, ist auch. Der Zauberspiegel, oh, jetzt ganz teuer für 9 Mana. Legendäres Artefakt Mythic Rare. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jede spontane Zauber- und Hexereikarte in deinem Friedhof ein weniger. Okay. Du hast keine maximale Handkartenzahl, also schon wieder. Zu Beginn deines Versorgungssegments legst du eine Wissensmarke auf den Zauberspiegel und ziehst dann für jede Wissensmarke auf dem Zauberspiegel eine Karte. Hm. Oh, das ist so ein ganz, ganz Killer-Kombo-Ding, irgendwas oder so. Die klingt für mich irgendwie ganz gefährlich, ist halt sehr speziell. Das ist eine Karte, die will ich haben. Das ist genau meine Karte. Wenn die einmal loslegt, dann ist es. Da muss man wirklich schon ein bisschen aufpassen, sich nicht tot zu ziehen, weil wenn da einmal 7 Marken oder so drauf liegen, dann ziehen wir natürlich auch mal 7 Karten. Wir haben noch Proliferate im Standard, das gibt es ja auch noch. Ja, ja. Da gibt es auch noch, gibt's auch bestimmt richtig schöne Kombos mit, dass man da einfach immer wieder mehr Marken drauflegen kann. Deswegen glaube ich schon, dass die Karte richtig gut wird. Das kann sein. Kommen wir zum Spiegelmanufakt für eine Verzauberung. Für zwei blaue ein beliebiges. Du kannst das Spiegelmanufakt als Kopie eines beliebigen Artefakts oder einer beliebigen Verzauberung ins Spiel kommen lassen. Ja, die ist gut, aber ist halt da entsprechend speziell. Also, ne, da, aber es ist auch wieder ein Reprint von zum Beispiel früher Copy Artifact oder so, kenne ich noch so als ne, irgendwie einfach Kopie ein Artefakt. Da kann man auch böse Tricks mitmachen, wenn man selber starke Artefakte spielt im Endeffekt. Aber so, ne? Entsprechend sehen wir, aber Sie sehen ja schon, der Fokus ist weggelegt auch auf viele Artefakte zum Beispiel und auf Lebenspunkte generieren und sowas. Von Feen gestohlen. Zwei blaue und X Hexerei. Bringe eine Kreatur deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von X auf die Hand ihres Besitzers zurück. Du erzeugst X11 blaue Feenwesen-Kreaturen, spielst schon mal eine Flugfähigkeit. Feen?
Ja, ist nächste Reihe. Wäre natürlich schöner, wenn es ein Spontanzauber wäre. Ja, aber damit die Karte auch wirklich. ja, klar. Aber ich finde trotzdem gut. Ja, ja. Bei der Karte bin ich mir noch nicht sicher, wie gut sie tatsächlich im Standard wird. Ich meine, sie macht natürlich auch mal X11 Feenwesen-Kreaturenspieler ohne irgendwelchen Nachteil dabei. Wenn ich es für 5 spiele, dann habe ich halt schon mal wieder 5-5 auf dem Board, gerade fliegend. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Ja. Kommen wir zum Vantress Gargoyle. Ein blaues, ein beliebiges 5-4 Gargoyle fliegend. Der Vantress Gargoyle kann nicht angreifen, es sei denn, im Friedhof des verteidigenden Spielers befinden sich 7 oder mehr Karten. Der Vantress Gargoyle kann nicht blocken, es sei denn, du hast 4 oder mehr Karten auf deiner Hand. Für Tappen, jeder Spieler legt die oberste Karte seiner Bibliothek auf seinen Friedhof. So, jetzt kann der was. Der kann nicht angreifen, es sei denn, der Friedhof befindet sich 7. Das ist natürlich sehr schwer, die Karten im gegnerischen Friedhof. Also anfangs kann er schon mal gar nichts. So, ne? Kann nicht blocken, es sei denn, du hast 4 oder mehr Karten auf deiner Hand. Also eigentlich kann er direkt blocken. Ja, das ist es halt gerade. Ich glaube, das ist genauso eine Karte, die das Control-Deck gerne haben möchte. 5-4 für 2 Mana ist super gut. Gerade bei 2, da ist Counter noch. Da ist Counter auch erstmal sowieso noch nicht so unbedingt drin. Es kommt halt eher bei 3 und du hast als Control-Spieler eigentlich immer 4 oder mehr Handkarten. Das heißt, du kannst auf jeden Fall blocken und irgendwann im Late-Game kannst du den Gegner einfach mit einem 5-4er fliegen angreifen. Du kannst ja auch immer schön sagen, ja, ne, wenn jetzt praktisch der gegnerische Zug am Ende ist, dann tappst du deine Kreatur, leg mal eine Karte in den Friedhof und dann kannst du schön ansparen und irgendwann hat er ja seine Karte im Friedhof und dann ist Attacke angesagt. Ne? Genau. Also sowas da entsprechend was für die Control-Spieler unter Blau, damit dann richtig böse. Ne? Mhm. Jetzt sind wir bei Schwarz. Ja. Ayara, Herrscherin von Lochtwein. 3 schwarze Mana, 2-3 Elfenadliger Legendär. Immer wenn sie oder eine andere schwarze Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Du bekommst einen Lebenspunkt dazu. Das finde ich schon mega heftig. Für Tappen, opfer eine andere schwarze Kreatur, ziehe eine Karte. Ja, das ist ja, Schwarz macht das ja gerne. Einfach wegopfern, um dann irgendwie Lebenspunkte zu generieren oder Karte ziehen. Karte ziehen finde ich sogar noch stärker, wenn du irgendwie mit Token spielst oder so stark. Ne? Muss natürlich schwarz sein, aber eine Karte ziehen ist an sich immer sehr gut. Auch gerade, okay, die Kreatur wird jetzt sowieso sterben, wegopfern vorher, Karte ziehen daraus. Ich finde den Haupteffekt auch schon richtig stark. Der Haupteffekt ist auch schon richtig stark. Ja, der ist auch super. Du kannst ja auch gerne mal Sachen aus deinem Friedhof immer wiederholen und dann wirst du die einfach nicht los, geh wieder in den Friedhof, komm wieder zurück, immer wieder einen Schaden. Ja. Das ist schon richtig gut. Kommen wir zum Schwarzlanzenvorbild. Ein Schwarz ist ein beliebiges, ein Mensch Ritter und das Schwarz jetzt mit Stärke 3 Widerstandskraft 1 aufblitzen. Das heißt, wir können jederzeit mit Spontanzaubergeschwindigkeit reinsplashen. Wenn das Schwarzlanzenvorbild ins Spiel kommt, erhält ein Ritter deiner Wahl Todesberührung und Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges. Den mag ich. Ich finde den auch toll. Der ist gut. Weil der haut dann mal alles weg. Ne? Erstmal kann man natürlich einem anderen Ritter die Lebensverknüpfung Todesberührung geben, aber er kann es natürlich auch selber geben, wenn er im gegnerischen Zug reinkommt zum Blocken. Ja. Deswegen, also, dann kriegt man vielleicht sogar 2 Kreaturen vom Gegner weg. Ich denke mal, die Karte könnte ich mir in den Ritterdecks auch vorstellen. Dann wird das Ritterdeck also weiß-schwarz jetzt. Das wird schwarz-weiß-rot. Oh, schwarz-weiß-rot. Ja, mal gucken, was da noch. Rot hatten wir ja noch nicht. Mal gucken, was da dann gleich noch kommt wieder. So, jetzt eine Mythic Rare, Kessel der Ewigkeit. Ach Gott, wird der noch teurer. 12 Mana. Wird nicht teurer. Legendäres Artefakt. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jede Kreaturenkarte in deinem Friedhof 2 weniger. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, lege sie unter die Bibliothek ihres Besitzers. Und für 3 Mana und Tappen bezahle 2 Lebenspunkte, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Aktiviere die Fähigkeit, nutze einen Zeitpunkt, zu dem du auch eine Hexerei wirken könntest. Okay, ja, das heißt, wir machen uns den Friedhof erstmal irgendwie voll, ne? Und dann können wir es praktisch aus dem Friedhof reanimieren. Wenn sie dann nochmal sterben würden, werden sie unter die Bibliothek gelegt, kommen in den Friedhof. Ja, also ich finde die Karte schon ziemlich stark, weil man halt keine Beschränkung darauf hat, was man wiederbeleben darf. Das heißt, man mildt sich vielleicht selber ein bisschen aus. Genau, wir brauchen ein Standard irgendwas, was uns selber die Sachen in den Friedhof legt. Ja, du kannst ja auch schwarz-blau spielen, kannst du selber mit dem Gargoyle. Ja, wir haben genug im Standard, wo man sich selber ausmüllen kann. Ja. Also das schnell auf 2 Schwarze zu kriegen, ist, glaube ich, gar nicht mal so. Oder? Ja, also wir merken, wir kriegen so wirklich nochmal stärkeres Ressourcenmanagement, ne, mit Lebenspunkten, mit entsprechend mit Artefaktgefummel, mit Friedhof und so. Das wird, man kann wirklich in verschiedenen Wege gehen beim Deckbau. Du bist ziemlich offen. Mhm. Ne? Mhm. Klackerbrückentroll. 2 schwarze, 3 beliebige, 8-8er-Troll. Eile und verursacht Trampelschaden. Wenn der Klackerbrückentroll ins Spiel kommt, erzeugt ein Gegner seiner Wahl 3-0-1 weiße Ziegekreaturen-Spielsteine. Das ist ja toll.
Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug kann jeder Gegner eine Kreatur opfern. Falls ein Spieler dies tut, tappe den Cleverbrücken-Troll. Du hältst 3 Lebenspunkte dazu und ziehst eine Karte. Den finde ich toll. Den mag ich. Der ist verdammt stark. Also ja. für 5 Mana, 8-8, Eile, Trampel, ist schon mal, sind einfach Werte, die eigentlich schon viel zu stark sind. Und dann mit dem Drawback, den ich nicht mal, also den ich nicht mal wirklich als Nachteil bezeichnen würde. Nee, ich finde den Drawback man gibt dem Gegner halt 0-1er Kreaturenspielsteine, die können halt gar nichts. Er wird dann ja opfern können, dann gibt ihm praktisch 3 Runden. Aber wir kriegen halt daraus dann wieder Leben und eine Karte. Und eine Karte, ja. Gerade das um eine Karte ist echt heftig, weil Der ist echt mehr gut. Der ist echt gut, ja. Gut, die mörderische Reiterin für 3 Schwarze, für 2 Schwarze ein beliebiges, haben wir einen Zombie-Ritter mit Stärke 2, Widerstandskraft 3 und Lebensverknüpfung. Und wenn die mörderische Reiterin stirbt, lege sie unter die Bibliothek ihres Besitzers. Okay, das ist Lebensverknüpfung und der andere Effekt ist jetzt nicht so interessant, finde ich. Aber wir können sie auch vorher, können wir die Abenteuerkosten zahlen, sie als Abenteuer erstmal schon mal spielen. Hier promptes Ende für 2 Schwarze, ein beliebiges, zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl. Du verlierst 2 Lebenspunkte. Ja, das macht sie dann doch besser. Weißt du, ne? Jedes schwarze Deck wird diese Karte spielen. Für 3 Mana Kreatur oder Planeswalker zerstören, da sind uns die 2 Leben sowas von egal. Ja. Als Spontanzauber finde ich das auch nochmal super stark. Das erinnert da sehr an Heroes Downfall. Ja. Es macht ja quasi dasselbe. Und dann kommt sie nochmal als 2-3er mit Lebensverknüpfung rein. Das heißt, die 2 Leben kriegen wir dann auch irgendwie nochmal wieder. Ja. Ja, die ist wirklich gut. Ja, richtig gut. Und der nächste Ritter, eidgebundener Ritter. 2 Schwarze, ein beliebiges. 0-0 Kreatur. Mensch, Ritter. Der eidgebundene Ritter kommt mit 4+1+1 Marken ins Spiel. Okay. Er greift an in jedem Kampf, falls möglich. Falls dem eidgebundenen Ritter Schaden zugefügt würde, während eine +1/+1 Marke auf ihn nimmt, verhindere den Schaden und entferne eine +1/+1 Marke von ihm. Ja, der ist auf jeden Fall schön für ein Markendeck. Ja. Also so ist er auch nicht schlecht, weil er bleibt einfach lange auf dem Board. Den loszuwerden ist gar nicht mal so einfach. Gerade wenn ich jetzt mal Mono-Rot-Decks überlege, die ja nicht spielen, wo Zerstöre draufsteht, sondern immer nur Schaden schießen. Ja. Die müssen da schon ein paar Mal reinlaufen, bis der tot ist. Also für Sylvester kannst du hast auf jeden Fall genug Karten, die du reinschmeißen kannst. Ja. So, ne? Ja. Da muss man nicht viel nachdenken, sondern einfach sagen, ja, dünn. Läuft schon. Genau. Wunschkrallen-Talisman. Ein Artefakt für ein schwarzes, ein beliebiges. Er kommt mit 3 Wunschmarken ins Spiel. Und für 1 Mana und Tappen entferne eine Wunschmarke vom Wunschkrallen-Talisman. Durchsuch deine Bibliothek nach einer Karte, nimm sie auf deine Hand und mische dann deine Bibliothek. Ein Gegner übernimmt die Kontrolle über den Wunschkrallen-Talisman. Aktiviere die Fähigkeit nur, wer dazu ist. Oh, das heißt, wenn der Gegner das auch macht, kommt sie wieder zu dir zurück. Das heißt, du kriegst 2 Karten, er würde 1 Karte bekommen. Ja. Oder wir hindern den Gegner einfach daran, das Ding zu aktivieren, indem wir es aber nochmal zerstören mit irgendwas. Oder es gibt ja auch noch Karten, die das Durchsuchen einer Bibliothek beim Gegner verhindern direkt einfach. Ja. Deswegen, also die Möglichkeit, ihm da gar keine Karte zu geben, ist schon relativ gegeben. Und deswegen denke ich mal, diese Karte könnte auch tatsächlich gespielt werden. Ja, ich finde, es wäre eine Fun-Karte. Ja. Okay. Rache der Hexe klingt schon wieder interessant. Für 2 Schwarze ein beliebiges, Hexerei. Kreaturen eines Kreaturentyps, den du bestimmst, erhalten -3/-3 bis zumindest Zuges. Ja. Ritter, schön. Bock hier. Ne? Ja, aber gut. Finde ich, ist eine gute Karte. Ja. Gut, jetzt sind wir bei Rot gelandet. Da kommt der Knochenmalmarieser. Ein rotes 2 beliebige wäre eine 4-3 Kreatur mit immer wenn der Knochenmalmarieser das Ziel eines Zauberspruchs wird, fügt er dem Beherrscher des Zauberspruchs 2 Schadenspunkte zu. Okay. Mhm. Aber er kann auch stampfen. Als Abenteuer. Schaden kann in diesem Zug nicht verhindert werden. Stampfen fügt einem Ziel deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung. Wenn man das Abenteuer spielt, hast du gesagt, wird der Effekt ausgelöst, dann kommt die Karte ins Exil. Wir können sie aber aus dem Exil sprechen zu den normalen Beschwörungskosten. Zack, dann kommt sie. Also wenn man sich das flavortechnisch vorstellen will, wenn wir das Abenteuer spielen, dann geht diese Kreatur auf ihr Abenteuer und kommt dann später, wenn du die dann sprichst, wieder ins Spiel zurück. Ja. So kann man sich das flavortechnisch ein bisschen vorstellen. Okay. Deswegen, ich wurde auch schon gefragt, wie sieht das aus, wenn man das Abenteuer countert? Wo geht dann die Kreatur hin? Und da habe ich nur gelesen, wenn man das Abenteuer countert, dann ist das Abenteuer vorbei, bevor es beginnt und die Karte landet einfach im Friedhof und man kann sie dann nicht später als Kreatur spielen. Okay. Oh, aber man kann sie nicht mehr später als Kreatur spielen. Man müsste dann wieder das Abenteuer spielen. Da die Karte dann im Friedhof ist, ist ja, wenn das Abenteuer gecountert wird, dann landet die Karte im Friedhof und nicht im Exil. Das heißt, man kann die Kreatur nicht sprechen. Ja, aber ich kann sie aus dem Friedhof reanimieren. Ja, das kannst du machen. Und wenn ich könnte auch das Abenteuer reanimieren. Nein, die Karte ist immer eine Kreatur.
Okay, alles klar. Dann haben wir es ja auch geklärt. Ja, das sollte man gesagt haben. Eine kleine Exkursion. Sind auch mal auch gesagt. Ne? So, Funkenspalter. Legendäres Artefakt, Ausrüstung für 6 Mana. So richtig heftig teure Sachen. Der muss auch richtig. Mythic Rare auch noch. Okay, aufblitzen. Als Artefakt, okay, Ausrüstung. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jede angreifende Kreatur, die du kontrollierst, ein weniger. Wenn der Funkenspalter ins Spiel kommt, lege ihn an eine Kreatur deiner Wahl an, die du kontrollierst. Die ausgerüstete Kreatur hält +1/+1, hat Doppelschlag und verursacht Trampelschaden. Ein Ausrüsten hätte er sonst von 3, aber du kannst es ja direkt an eine Kreatur ausrüsten, die du kontrollierst. Da muss ich ja die Ausrüstkosten nicht bezahlen, ne? Nee, wenn das weil ich ja direkt anlege, ja, ne? Genau. Ja, genau. Ja, so rechnen wir, wenn wir 3 Kreaturen hätten, würde er mich 3 Mana kosten. Ja, das ist korrekt. Ja. Und dann, dann kriegt die ausgerüstete Kreatur, wird er so mal eben so drauf wuppt. Ja. Dann kriegt man mein 3-3 Ritter, er kriegt +1/+1. Also 3-3 ist ja nicht zu tief gerechnet, dann hätte er 4-4, er hätte Doppelschlag, das macht dann insgesamt 8 Schaden und Trampel tut er auch noch. Ja. Dann finde ich die Karte gut. Die Karte ist sehr gut. Ist sehr gut. Ich glaube, wird die auch im Mono-Rot gespielt? Die wird auf jeden Fall im Ritterdeck gespielt. draufhauen! Die Karte ist einfach verdammt gut. Doppelschlag und Trampel ist natürlich schon mal verdammt gut. Blockt er mit einer. Weil er weiß ja auch nicht, dass das Artefakt unbedingt reinkommt. Dann blockt er vielleicht deinen 3-3er mit einem 1-1er. Ja, dann ist so ein Artefakt flasht. So. Ja. Und das, deswegen hast du dann auf einmal einen 4-4er mit Doppelschlag, Trampel, 7 Schaden, Trampel drüber. Das ist schon verdammt gut. Das ist sehr krass, ja. Es ist schade, dass der Megadino jetzt rausgegangen ist, ne? Der Galte. Ja. Aber es kommt ja was davon. Sehr schade. Ja, immer so. Ja, gut. Irgendwann muss ja auch Schluss sein. So, inbrünstiger Champion. Ein rotes 1-1, Menschritter, Erstschlag, Eile. Immer wenn der inbrünstige Champion angreift, erhält ein anderer angreifender Ritter deiner Wahl, den du kontrollierst, +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Ausrüsten Fähigkeiten, die du aktivierst und die den inbrünstigen Champion als Ziel haben, kosten beim Aktivieren 3 weniger. Ja, da kannst du auch schön Faxen mitmachen. Ja, also du musst ja auch irgendwas in dem Ritterdeck haben, am besten dann schon für einen Mana, damit schön die Mana-Kurve hochspielen. Ich denke mal, dass die Karte tatsächlich auch einfach in Mono-Rot gespielt wird, ja. Weil die Karte 1-1 Eile, Erstschlag, schon mal sind verdammt gute Werte, ja. Auch wenn sie nur als 1 ist. Und dass dann noch eine andere Kreatur, ich glaube ein anderer Ritter war es, +1/+0 kriegt, ist dann auch, ist ein guter Nebeneffekt, aber auch wenn das nicht draufstehen würde, die Karte würde gespielt werden. Ja. Feuer der Innovation. Ein rotes, dreibeliebiges Verzauberung. Du kannst Zaubersprüche nur während deines Zuges wirken und kannst nicht mehr als 2 Zaubersprüche pro Zug wirken. Also eine Einschränkung für uns selber. Du kannst Zaubersprüche mit umgewandelten Mana-Kosten kleiner oder gleich der Anzahl an Ländern, die du kontrollierst, wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Da muss ja auch irgendwas Gutes dabei sein, ne? So, schränkt uns also ein, aber... Ja. Die ist halt ganz speziellerweise auch nicht für dich. Du kannst es halt doppelt machen, da muss er wirklich irgendwie rechnen, dass das Deck so drauf. Was man natürlich trotzdem noch mit seinem Mana machen darf, ist irgendwas zu aktivieren. Also Artefakte oder Effekte von Verzauberung oder so kann man halt immer noch aktivieren. Das sind ja keine Zaubersprüche. Ich weiß auch noch nicht, was ich von der Karte halten soll. Das muss man oder du könntest mit Grün spielen und könntest die Länder zu Kreaturen machen, mit den Ländern angreifen gehen. Ne? Sauer machen. So irgendwelche Sachen. So, ne? Aber irgendwas muss man sich drum rumbauen, um dann da halt einfach anders zu agieren, sagen wir es mal so. Ne? Bin sehr gespannt. Okay, Eisenfels Großtat. Eine Hexerei für 3 rote ein beliebiges, erzeuge 7 rote Mana. Du kannst diesen Zauberspruch nur einen. Du kannst in diesem Zug nur einen weiteren Zauberspruch wirken. Also wir kriegen praktisch 3 Mana mehr. Ja, aus 4 mal 7. Ja. Weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Ich wüsste jetzt, also rote Decks brauchen eigentlich nicht 7 Mana. Ja, es sei denn, du willst halt richtig rampen und sagen, ich brauche irgendwas richtig Dickes, ne, irgendwie, um da halt einmal anzudecken. So, keine Ahnung. Was natürlich nicht draufsteht, ist, was man natürlich machen könnte, wäre den Zauberspruch in Response darauf, dass du dir die 7 Mana machen willst, den nochmal kopieren. Mhm. Dann hast du 14 Mana direkt. Und dann darfst du ja immer noch einen wirken, weil Kopien werden ja auch nicht gewirkt und so. Und dann hast du auf einmal 14 Mana. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, was ein rotes Deck damit anfangen möchte, weil man auch nur einen Zauberspruch weiterspielen darf. Ja. Aber vielleicht kommt ja noch was. Weiß man ja nicht. Das klingt so ein bisschen für mich nach Rot-Blau-Killer-Kombo irgendwas. Oder so. Keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht.
besitzergreifender, ja, um zum Beispiel den Spiegel zu spielen oder sonst irgendwas. Einfach viel Mana für den Spiegel zu generieren da. Ja, da brauchst du blaues Mana. Das macht ja nur rot, das macht ja nur rotes. Mhm. Besitzergreifender Drache. Zwei rote, zwei beliebige. Ein Drache mit Stärke 4, Widerstandskraft 3, fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, bestimme einen Menschen oder ein Artefakt deiner Wahl, den bzw. das einen Gegner kontrolliert. Solange der besitzergreifende Drache im Spiel ist, kannst du die bestimmte bleibende kontrollierst du die bestimmte bleibende Karte. Sie verliert alle Fähigkeiten und kann nicht angreifen oder blocken. Nee. Dann nimmst du einfach so raus. Das ist und zu, dann hängt die halt irgendwo rum. Das ist zu eingeschränkt einfach. Dass man nur einen Menschen oder ein Artefakt nehmen darf, da musst du schon auf einen richtigen Gegner treffen, der Menschen spielt überhaupt oder Artefakte. Und dann darfst du sie nicht mal benutzen. Also du darfst mit der wirklich gar nichts. Sie verlieren alle Fähigkeiten, können nicht angreifen oder blocken. Ja. Das ist ein sehr, sehr schlechter Kreaturen-Removal. Ja. Ja. Bestehler der Reichen. Ein rotes, ein beliebiges. 2-2, Mensch, Bogenschütze, Räuber, Mythic Rare. Da muss er was können. Reichweite, also kann Flieger blocken und Eile. Immer wenn der Bestehler der Reichen angreift und falls er verteidigende Spieler mehr Karten auf seiner Hand hat als du, schicke die oberste Karte seiner Bibliothek ins Exil. Während eines beliebigen Zuges, in dem du einen Räuber als Angreifer deklariert hast, das ist er selber ja auch, kannst du die Karte wirken und um sie zu wirken, kannst du Mana ausgeben, als wäre es Mana einer beliebigen Farbe. So. Immer wenn er angreift, wenn der andere mehr hat, dann kann er das, okay, alles klar. Ja, ne, da. Ja. Ist so, ist. Ich finde die Einschränkung damit, dass ein Räuber in den Zug angegriffen haben muss, um sie zu spielen, macht die Karte deutlich, deutlich schlechter als das, was sie eigentlich ist. Ich finde auch nicht, dass es unbedingt eine Mystic Rare hätte sein müssen. Aber ich weiß es nicht. Es geht ja so ein bisschen in die Stammesmechanik. Mal gucken, wie viele Räuber noch so drin sind. Ah ja, ich kann mich jetzt an keinen erinnern. Ja, gut. Ja, ja. Aber da kannst du praktisch wieder damit agieren, dass du natürlich mit anderen Effekten dem Gegner Karten auf die Hand gibst oder sonst irgendwas. Also die werden sich ja was dabei gedacht haben, dass die beiden Karten im gleichen Set drin sind oder sonst irgendwas. Ne? Also einfach schon Kombos da schon reingeparkt sind. Ja. Naja, kommen wir mal zum zerteilenden Hieb. Oh, wieder teuer. Ein rotes 6 beliebige Hexerei. Er fügt 7 Schadenspunkte zu, deren Aufteilung du 1, 2 oder 3 Ziele deiner Wahl du bestimmst. Falls 7 oder mehr rote Mana ausgegeben wurden, um diesen Zauberspruch zu wirken, fügt er den bleibenden Karten und oder Spielern stattdessen je 7 Schadenspunkte zu. Da ist ja die Kombokarte zu dem Mana Ramper. Ja, aber dann dafür das zu spielen. Ich bin immer noch dafür, dass ein rotes Deck oder ein Burn-Deck in dem Fall, das Schaden schießen will, keine 7 Mana braucht. Ja, ja. Das ändert Magic jetzt ja hier. Ja. Ne, so ja, aber dafür haben sie diese die kommende Karte bekommen, weil die ist nämlich sowas von overpowered. Okay, Torban Tarn von Bluthall. gut, drei rote, ein beliebiges, legendäre Kreatur, ein Zwergadliger. Da sagen alle schon, hey Zwerge. Stärke 2, Widerstandskraft 4. Falls eine rote Quelle, die du kontrollierst, einem Gegner oder einer bleibenden Karte, die ein Gegner kontrolliert, Schaden zufügen würde, fügt sie stattdessen so viele Schadenspunkte plus 2 zu. Ja, das ist ja, das sind ja Sprüche, das sind Kreaturen, ne? So das, was das halt so unter Rot so rüberkommt, ne? Ja. Und da wir gerade jetzt schon ein monoroten Deck haben, das sagt, wir greifen nur mit 1-1 an und haben eine Verzauberung liegen, die sagt, wenn wir mit einer Kreatur mit Stärke 1 angreifen, einen Schaden schießen. Daraus wären dann sofort 3 Schaden. Also ich denke, wenn man mit ein bisschen Glück ist, das eine Karte, was, wenn du die Turn 4 legst, hast du gewonnen. Okay. Ja, weil der Effekt einfach so stark ist, ne? In diesem Fall. Ja, der Effekt ist einfach nur mega. Die ist echt sehr gut. Gut, kommen wir mal zu Grün. Ja. Da haben wir den schmausenden Trollkönig. Für 6 Mana eine 7-6 Kreatur, ein Trolladliger mit Wachsamkeit und Trampelschaden. Haben wir ja gerade gelernt, das ist gut. Ne? Wenn der schmausende Trollkönig ins Spiel kommt und falls du ihn aus deiner Hand gewirkt hast, erzeuge 3 Speisespielsteine. Das waren die Spielsteine, 2 Mana tappen für 3 Leben, ne? Genau. Genau, aus Artefakte, ne? Opfere 3 Speisen, bringe den schmausenden Trollkönig aus deinem Friedhof ins Spiel zurück, aktiviere die Fähigkeit nur während deines Zuges. Ja, dann nervt er auf jeden Fall schon mal, ne? Vor allem, weil er ja auch trampelt. Ja. Ja. Und wir müssen ihn ja nur in den Friedhof irgendwie legen, um dann 3 Speisespielsteine zu opfern und ihn dann aus dem Friedhof zu kriegen. Aber er kommt ja, wenn er aus dem Friedhof kommt, bringt er ja seine 3 Speisen selber nicht mit.
Nee, die müssen wir woanders haben. Und Speisen ist, muss man ein bisschen genereller halten, es sind nicht nur die Artefakte. Es gibt auch Kreaturen, die haben den Kreaturentyp Speise. Achso. Das ist zum Beispiel, ich glaube Gingerbread heißt auf Englisch, das ist ein 1-1er mit Eile, der sagt, er ist ein... So, der Keks. Der Keks, genau, ja. Das ist dann auch eine Speise. Läuft. Okay. Es war einmal ein grünes, ein beliebiges Spontanzauber. Falls dieser Zauberspruch der erste Zauberspruch ist, den du in dieser Partie wirkst, kannst du ihn wirken, ohne seine Mana-Kosten zu bezahlen. Ja. Schau dir die obersten 5 Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Kreaturen- oder Länderkarte offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Den finde ich auch richtig super. Ja, also das ist ja praktisch irgendwie hier so ein, ne, ich schaue mir 5 Karten an und kostet mir nichts. Und sonst sind es auch nur 2 Mana für irgendwas raussuchen. Also der wird auf jeden Fall gespielt. Ja. Auch jedes gutes Deck kann die Karte spielen. Ja. Es war einmal. Gut, das Questentier. Ja, es hat ganz viele Quests. Ja, okay. Wieder Mythic Rare, eine legendäre Bestie. Für 2 grüne, 2 beliebige, 4/4. Wachsamkeit, Todesberührung, Eile. Das ist ja auch schon schön. Lecker. Ne? Das Questentier, ich finde den Namen super. Das Questentier kann von Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger nicht geblockt werden. Kampfschaden den Kreaturen, die du kontrollierst, zufügen würden, kann nicht verhindert werden. Immer wenn das Questentier einem Gegner Kampfschaden zufügt, fügt es einem Planeswalker deiner Wahl, den jeder Spieler kontrolliert, ebenso viele Schadenspunkte zu. Ja, kann man spielen. Ja, also Wachsamkeit, Todesberührung, 4 Mana, 4/4, super. Ja, mit Eile noch dabei, ja klar. Gut. Kann man einfach mal alles draufschreiben und dann einfach mal angreifen. Ja, klar. Ja, also tierisch gut. Oder der böse Wolf, ach guck mal. Der ist dann für 4 Mana nur 3/3. Ist auch rare. Und wenn der böse Wolf ins Spiel kommt, kämpft er gegen bis zu eine Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst. Opfere eine Speise, lege eine +1/+1 Mark auf den bösen Wolf, erhält Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges, tappe ihn. Das finde ich aber super. Kann er ja trotzdem kämpfen, kann man direkt stärker machen. Ja, das ist unzerstörbar. Schön. Das ist gut, ja. Und auch wenn er schon am Angreifen ist und er wird geblockt, ja, dann ist uns das Tappen eigentlich auch egal. Legen wir noch eine Marke drauf. Dieses Wölfe-Spielen, da haben auch so viele von euch so viel Bock drauf, ne? Einfach dieses, ich will ja mein Wölfe bauen. Ich habe ja schon Wölfe-Deck fürs jetzige Standard. Das ist zwar nicht ganz so gut, aber es macht Spaß. Ja, und jetzt kommt jetzt Support. Ja, jetzt kommt noch ein paar Wölfe dabei. Garo kommt auch noch mal dabei, der macht auch Wölfe. Ich werde auf jeden Fall noch mal ein Wolf-Deck bauen. Mach ich auch. Ich baue mir auch noch ein Wolf-Deck. Nachmacher. Nein, nicht Nachmacher. Okay, wildgeborener Bewahrer. Ein grünes, ein beliebiges. Ein Elfbogenschütze. 2/2 mit Aufblitzen. Reichweite. Immer wenn eine andere Nicht-Mensch-Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du X bezahlen. Wenn du dies tust, lege X +1/+1 Mark auf den wildgeborenen Wanderer. War es für die mega stark. Ja, schon. Das hast du richtig gelesen. Die ist verdammt gut. So, also das spielen wir aber nicht mit Menschen. Er selber ist ja auch kein Mensch. Ja, kannst du X bezahlen, wenn du die Suse lege, X +1/+1 Mark auf den Du flasht ihn einfach schön rein und dann nächste Runde flasht halt oder spielst halt einfach eine Mana Kreatur, bezahlst noch 6 Mana hinterher, legst 6 Marken drauf, kannst mit 8 angreifen. Ja, du kannst es mit ihm auch selber machen, wenn du genug Mana hast. Ne? Er zählt sich ja nicht dazu. Ach, das ist eine andere Kreatur. Ja, der Effekt muss schon auf dem Feld liegen, dass der Effekt wirkt. Und es ist ja auch, wenn du die nächste Kreatur wirkst, nicht wenn sie ins Spiel kommt. Okay. Glaube ich. Dann kommen wir zu Jorvo, Fürst von Garenbruck. 3 grüne Mana, 0/0. Mit einem dicken Hammer in der Hand. Legendärer Rieseadliger. Jorvo, Fürst von Garenbruck, kommt mit 4+1/+1 Marken. Spiel dann wäre also 4/4. Immer wenn eine andere grüne Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Marke auf Jorvo. Falls dann die Stärke jener Kreatur höher ist als die von Jorvo, lege eine weitere +1/+1 Marke auf Jorvo. Ja, der kommt schon mit 4 rein. Ich meine, da was zu finden, was dann nochmal wieder noch mehr hat als er, ist schwer. Ja. Aber an sich ist für jede Kreatur, die reinkommt, ist eine Marke. Und was natürlich ganz wichtig ist, da steht nicht Token-Kreatur drauf. Das heißt, wenn du es schaffst, 3 oder 2 grüne Tokens zu machen, kriegt er 2 Marken. Ja. Ja. Ich finde dann schon für 3 Mana 4/4 auch gut. Und der davon auch so mit so dabei, was da irgendwas passiert, ist schon gut. Okay, Tanz im Herrenhaus. Ein blaues, ein weißes und X, eine Hexerei. Bringe bis zu X Artefakt oder Nicht-Aura-Verzauberungskarten deiner Wahl mit irgendwas ungewandelt Mana-Kosten von X oder weniger aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Falls X gleich 6 oder mehr ist, sind diese bleibenden Karten zusätzlich zu den anderen Typen 4/4-Kreaturen.
Da gibt es so eine vergleichbare Karte, die ist nachher auch ins Turnierspiel damals reingerutscht, weil du natürlich immer das mit den 4-4-Effekten dann hinbekommst. Ja. 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 Ja, aber ich will das nicht in mein Deck reinschmeißen. Okay. Ja. Ich glaube, wenn du schon richtig darauf auslegst, Artefakte und Verzauberungen zu spielen, dann auf jeden Fall. Ja, klar. Aber so bin ich da jetzt auch gerade, ja, muss sich das Deck für finden. Ja. Momentan sehe ich es nicht so. Ja. Gehen wir mal zu vorhergesagten Verdammnis. Ein schwarzes, ein weißes, zwei beliebige Verzauberung. Zu Beginn des Versorgungsübergangs jedes Spielers opfert jeder Spieler eine bleibende Karte, die weder ein Land noch ein Spielstand ist. Falls der Spieler dies nicht kann, wirft er eine Karte ab und verliert zwei Lebenspunkte. Du ziehst eine Karte, erhältst zwei Lebenspunkte dazu, erzeugst einen 2-2 weißen Ritterkreaturenspielstand mit Wachsamkeit und opferst dann die vorhergesagte Verdammnis. Ach, schade, dass man die opfern muss. Ich wollte schon sagen, das kann doch jetzt nicht jede Runde passieren. Ja. Ansonsten wäre es ja auch einfach zu stark. Aber ein bisschen bei der Karte muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe sie tatsächlich als erstes falsch gelesen. Das ist zu Beginn zum Versorgungsebene. Jedes Spielers muss dieser Spieler das machen, auch man selbst. Ja. Das heißt, es räumt ganz langsam das komplette Feld auf. Und wenn man das selber irgendwann nicht mehr kann, aus irgendeinem Grund, dann verliert man selber zwei Lebenspunkte, man kriegt selber zwei Lebenspunkte. Man wirft eine Karte ab, man zieht eine Karte und man kriegt einen 2-2-Stein. Das ist natürlich, muss man natürlich so ein bisschen gucken dann. Ich dachte, die musst du direkt dann praktisch nach dem ersten Mal opfern. Nee, sobald ein Spieler das nicht kann, also das Opfern, das war verstanden. Dann passiert. Kriegt der Spieler, der das nicht kann, diese negativen Effekte. Du auf jeden Fall die positiven und dann muss es opfern. Okay. Kommen wir zu Feenhain-Ältesten. Weiß-Grün, beliebig 0-0 Kreatur, ein Baumhirte, Druide mit Wachsamkeit und die Feenhain-Älteste erhält +1/+1 für jede Farbe unter den bleibenden Karten, die du kontrollierst. Und für Tappen erzeuge für jede Farbe unter den bleibenden Karten, die du kontrollierst, einen Mana der entsprechenden Farbe. Finde ich gut, ist halt so eine Multiplayer-Karte im Endeffekt, so gerade für Multicolor-Decks. Ne? Und irgendwie. Ja, wenn man muss sich überlegen, man spielt 5 Farben, ich hätte dann vielleicht Turn 4 irgendwie 5 verschiedene Farben schon hingelegt und dann macht das Ding 5 Mana. Das ist halt schon richtig stark. Es kann ein richtig guter Ramp werden in den richtigen Decks. Also darauf würde ich auch ein bisschen aufpassen. Im See ertrinken. Schwarz-blau Spontanzauber. Bestimme 1. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl mit umgekehrten Mana-Kosten kleiner oder gleich der Anzahl an Karten im Friedhof seines Beherrschers. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl mit umgekehrten Mana-Kosten kleiner oder gleich der Anzahl an Karten im Friedhof ihres Beherrschers. Ja, da sehen wir, kriegen wir eine passende Karte für dieses ich mach dem Gegner mal seinen Friedhof voll. Also das ist jetzt mal eine Ankammer, die ich auch nochmal gezeigt habe, wollte ich gerne nochmal vorgelesen haben. Ich finde, die Karte ist einfach richtig gut. Für 2 Mana haben wir einen Counter oder eine Kreaturenzerstörung. Und ein Standard muss man mal gucken, aber gerade im Modern. Ich glaube, Modern, das wird gerade im Mildex nochmal ordentlich supporten da vielleicht. Ja. Also ich glaube, die Karte wird auf jeden Fall vielleicht nochmal den einen oder anderen Cent mehr wert sein am Ende. Okay. Gut, dann kommen wir mal zur Lochmeere-Seeschlange. Blau, schwarz, 4 beliebige 7-7 Schlange mit Aufblitzen und dann für blau. Opfere eine Insel, die noch mehr Seeschlange kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Ja. Für schwarz opfere einen Sumpf, du erhältst einen Lebenspunkt dazu und ziehst eine Karte. Und für schwarz-blau schicke 5 Karten deiner Wahl aus dem Friedhof eines Gegners ins Exil. Wenn die Lochmeer-Seeschlange aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück, aktiviere die Fähigkeit nur zu einem Zeitpunkt, zu dem du auch eine Hexerei wirken könntest. Das ist dann wieder so eine Karte, mit der man wieder umgehen lernen muss. Die kostet halt viel Mana. Die kriegst du ja wieder nicht weg, ne? Die ist gut. Die Karte ist, ich finde sie verdammt gut für 6 Mana, 7-7 und Aufblitzen. Mhm. Und dann hat sie noch die ganzen verschiedenen Effekte, dass sie erstmal kann sie dann nicht geblockt werden. Was natürlich dann 7 hauen, sind 3 Züge. Wenn du den 3 Zügen nicht wegkriegst, bist du halt tot. Für Schwarz kann man dann einfach, wenn man zu viele Länder hat, einfach ein bisschen was reinopfern. Man zählt Karten nach. Ja. Beschränkt sich ja nicht darauf, dass man das nur einmal macht. Und man kann ja auch das Land opfern, was man dafür getappt hat. Mhm. Deswegen, man kann dann einfach wieder Karten ziehen, wenn man einfach zu viele Länder hat. Und wenn der Gegner sie dann endlich losgeworden ist, dann musst du nur 5 Karten aus deinem Friedhof wegzahlen und dann ist sie auch schon wieder da. Ja. Ja. Das finde ich am schlimmsten dabei. Das stimmt. Vergnügung der Geächteten. Mythic Rare. 2 weiße, ein rotes, ein beliebiges. Verzauberung. Zu Beginn deines Versorgungssegments erzeugst du einen roten und weißen Kreaturenspielstein und bestimmst für ihn per Zufall eins der folgenden Sets an Eigenschaften. Boah, mein Gott. Okay, so, per Zufall. Gut, also entweder 3-1 Menschkrieger mit Eile, der Trampelschaden verursacht. Oder 2-1 Mensch
Kleriker mit Eile und Lebensverknüpfung, also zweimal auch mit Eile, oder 1, 2, Mensch, Räuber, da kommt der Räuber, mit Eile, und wenn diese Kreatur ins Spiel kommt, fügt er dem Ziel seiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Also macht auf jeden Fall schon mal für viel, und macht da immer schön Tokens zu jedem Versorgungssegment, und der Token ist 3, 1, 2, 1 oder 1, 2 mit anderen Gemeinsamheitigkeiten. Ich mag es. Finde ich gut, weil die rüsten einfach wirklich Kreaturen raus, ne? So, ja, jede Runde. Also es sind natürlich leider keine Ritter, das heißt, durch diese ganzen Ritterverstärkungen werden sie nicht betroffen, aber jede Runde ein Gratis-Token. Ja, ist gut. Für längere Spiele könnte das ganz interessant werden. Weil die bleiben ja auch nicht nur. Oder sonstige machen, also keine Ahnung. Und die bleiben ja auch nicht bis zum, die bleiben ja nicht bis zum Ende der Runde nur, sondern die bleiben halt da. Genau, das ist halt das Krasse dabei. Ja, die bleiben einfach da. Ja. Okay, kommen wir zu den Die Kinder des Königs. Rot, blau, liebe ich. Legendärer Planeswalker. Will und Rowan jetzt auf einer Karte. Für plus und mit 5 Loyalitätsmarken. Und für plus 1 ziehe eine Karte, wirf dann eine Karte ab. Ebenfalls für plus 1. Eine Kreatur deiner Wahl erhält plus 2 plus 0 und Erstschlag und verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Mhm. Ja. Und für minus 8 ziehe 4 Karten. Wenn du dies tust, fügen die Kinder des Königs einem Ziel deiner Wahl so viele Schadenspunkte zu, wie du Karten auf deiner Hand hast. Ja, ich find den zweiten Effekt gut. Ja, das ist auch so das, was man davon hört. Der zweite Effekt ist gut. Das Problem, was dabei ist, er beschützt sich selber nicht, aber es ist halt ein 3-Mana-Planeswalker, der für 5 Loyalität reinkommt und dann direkt auf 6 geht. Ja. Den direkt wegzukriegen ist schwer. Und der kann halt auch vielleicht noch mal ein bisschen looten. Aber seine zweite Fähigkeit ist halt nicht bis zum Ende des nächsten Zuges, sondern nur in deinem Zug. Mhm. Das heißt, er beschützt sich nicht selber. Das ist so ein bisschen das, was man da so gerade denkt, und die Minus-8-Fähigkeit ist halt, okay, dann schieße ich ihn für minus 8, schieße ich dem Gegner vielleicht 6 Schaden. Das ist dann auch nicht so das Beste. Okay. So. Es gibt noch viele Ankampf, auf die wir jetzt nicht eingegangen sind, aber da ist auch nochmal wieder Ritterverstärkung drin und so weiter. Also auch coole Sachen, die einfach auch so ein bisschen in diese Stammesthematik reingehen, aber sonst wird es noch mehr zu viel zu vorstellen. Das zeigen wir euch dann ja noch beim Display-Unboxing und so. Aber jetzt weiter bei den Rares. Magisches Fernrohr für 2 beliebige Artefakt. So wie das magische Fernrohr ins Spiel kommt, schau dir die Karten auf der Hand eines Gegners an und bestimme dann einen beliebigen Kartennamen. Aktivierte Fähigkeiten von Quellen mit bestimmten Namen können nicht aktiviert werden, es sei denn, sind Mana-Fähigkeiten. Ja, das ist so gut, dass wir vorher auf die Hand gucken können. Ist ein Reprint, das war schon in Ixalan drin, ist bis jetzt standardlegal gewesen, kommt jetzt als Reprint direkt wieder mit rein, bleibt also. Wurde bis jetzt nicht wirklich, also es wurde anfangs ein bisschen gespielt, weil man damit auch Planeswalker ausschalten kann, weil das sind ja auch aktivierte Fähigkeiten, aber momentan wird sie nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt mit dem neuen Set wieder ändert. Okay, aber wir haben einfach eine Möglichkeit, wenn irgendwas zu stark dominieren sollte, dann hat man da eine Antikarte so gesehen, weil dann kann man die Karte dann spielen. Ja. Steinerne Schlange für X, eine Ophis-Artefakt-Kreatur mit 0-0. Reichweite verursacht Trampelschaden, Schutz vor allem im mehrfarbigen, und sie kommt mit X +1/+1 Marken ins Spiel. Ja, so eine Tuka, die kann man in jedes Deck reinschmeißen, nur noch die Motto X-Mana, kommt mit XX rein. Reichweite, Trampelschaden. Die Karte ist einfach verdammt gut. Ja. Die hat Reichweite, Trampel und Schutz vor allem mehrfarbigen, was super ist. Und sie kommt halt für X rein und hat nicht noch irgendeine Beschränkung dabei. Ja. Kann in jedes Deck gepackt werden. Wenn man sich also in irgendeinem Deck denkt, oh, die Kreatur finde ich jetzt nicht so gut, dann packt man die rein. Weil die ist wirklich gut. Ja. Ne? Gut, das war's. Ja. So, was haltet ihr davon? Also wir sind, also ich muss sagen, Es ist ein neues Set. Also ich bin auch für dich nochmal gespannt, was denn die Ankams und Kams auch drauf haben. Wir sind jetzt ja nur auf die Rares eingegangen. Also da wird, also meine Thematik wäre definitiv Ritter. Das ist super cool. Muss ich sagen. Also das wird bei vielen bestimmt auch so sein. Aber wir werden es im Pre-Release dann ja auch nochmal sehen. Ja. Der jetzt dann praktisch vor der Tür steht, wie die Fähigkeiten spielen. Wie ist euer Feeling so? Ich find's geil. Also ich hoffe tatsächlich, dass ich meinen Lieblingstyp des Spiels wieder spielen kann, nämlich einfach Blau-Weiß-Kontrolle. Ich kenne ja schon ein paar mehr Karten, ich habe mir auch die Ankammer und Kammer schon mal durchgelesen, und da kommt wieder ein bisschen schöner Support rein, und ich hoffe, dass ich einfach wieder Stumpf-Kontrolle spielen kann. Ja, okay. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut euch unser Feature-Video an. Ne? Ja. Und wir wünschen euch schon mal viel Spaß mit Thron von Eldraine, und sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Alles Gute. Tschüss. Ciao.